Nach dem 0:0 im Derby vergangenes Wochenende bei Chemie haben sie sich bei Lok zum Stadtmeister gekürt. Durch zwei Derbysiege in drei Spielen in dieser Saison. In der Tabelle das Team von Almedin Chiva allerdings noch hinter den Chemikern. Zeit, um dort auch noch vorbeizuklettern. Vielleicht ja schon heute im Heimspiel gegen die VSG Altwienicke. Immerhin ein Meisterschaftskandidat. Die Gäste in den schwarzen Trikots direkt mal unter Bedrängnis. Jamal Ciane an den Pfosten. Gute Leipziger Gelegenheit schon Mitte der ersten Hälfte. Ciane ans Aluminium. Ja, und vielleicht haben es einige von denen hier gar nicht richtig gesehen. Die Sonne stand tief im Bruno-Plache-Stadion. Nur eine Minute später, Leipzig machte gut Druck in der ersten Hälfte. Von Altklinike nicht viel zu sehen. Abderrahmane findet wieder Ciane. Nächster guter Kopfball und der ärgert sich, der Leipziger Stürmer. Bei ihm ist so ein bisschen der Wurm drin. In den letzten Wochen nur ein Tor in den letzten 8 Spielen. Da war er wieder, Ciane, mit dem Ball in die Spitze. Ogbidi setzt sich durch gegen Büch und dann quergelegt auf Ricardo Grimm. 1:0, Lok Leipzig, 28. Minute. Drittes Saisontor für Grimm, 5. Vorlage in dieser Spielzeit für Ogbidi, weil er sich hier eben gegen Büch durchsetzen kann. Muss danach nur noch querlegen, Grimm kann einschieben, stark gemacht. Der Abschluss dann quasi reine Formsache. Was kommt eigentlich von den Gästen aus Altklinike, die ja eigentlich bekannt sind für gute Offensive, bislang nicht viel? Jonas Dürkner. Und da muss sich Leipzigs Keeper Niklas Müller zum ersten Mal wirklich strecken. Mehr ist das aber auch noch nicht. Einen Riesen hatten sie noch, die Leipziger, vor der Pause. Wufak mit der Flanke. Und dann Ogbidi weiter auf Ciane. Jamal Ciane! Das gibt's doch nicht. Jamal Ciane am Verzweifeln. Ja, und diese Szene steht ja quasi beispielhaft für seine momentane Situation. Der Ball will einfach nicht rein, obwohl er so eine Chance normalerweise gemacht hätte. Halbzeitführung dann also nur, muss man ja sagen, 1:0 für Lok Leipzig. Und am Völkerschlachtdenkmal, das Bruno-Plache-Stadion ja quasi direkt nebenan. Gut 2500 Fans waren an diesem grünen Donnerstag dabei und die sahen, dass Lok auch im zweiten Durchgang weiter Dampf machte. Atilgan in die Mitte zu Ciane. Schon wieder Aluminium-Pech. Und in dieser Szene gleich doppelt, denn man kann erahnen, dass der Ball vielleicht sogar hinter der Torlinie war. Umso bitterer für den Leipziger Stürmer, der heute wieder Kapitän war. 5 Minuten später, dann gab es mal was zum Lachen für Ciane mit der Flanke in die Mitte. Osman Atilgan mit dem 2:0. Eine geglückte Aktion von Jamal Ciane, schön weitergeleitet, diese Flanke in die Mitte. Atilgan schiebt ein zu seinem 8. Saisontreffer. Bethke noch dran, kann bei dieser tollen Direktabnahme aber nichts mehr machen. Und dann 0:2, der Stand aus Sicht der Gäste, da warten sie tatsächlich nochmal auf. Cerci mit diesem Ball übers Gehäuse drüber, auch der Stürmer auf Seiten der Gäste ärgert sich. Klar, sonst läuft das in der Offensive eigentlich immer recht rund. Cerci ja bekannt für sein Ballgefühl. Da ist er wieder am Ball. Tolcay Cerci schickt Alen Çoşi auf Reisen. Çoşi kam zur Pause in die Partie und hat hier zumindest den Anschlusstreffer mal auf dem Fuß. Verzieht knapp, Ball am langen Pfosten vorbei. Insgesamt trotzdem wenig von den Gästen. Zu wenig, um in diesem Spiel was mitzunehmen. 82. Minute nochmal Tolcay Cerci. Aber zwischen den Pfosten, da steht eben noch Niklas Müller am Weg. Und der pariert auch diese Szene, hält das 2:0 fest. Altklinike verliert in Leipzig. Und Carsten Heine mit den fairen Gratulationen am Ende natürlich bedient. Wir haben eigentlich in keiner Weise bis
wir 0-2 zurückgelegen haben, das eigentlich, was wir uns vorgenommen haben, hier irgendwie in einer Art und Weise umsetzen können. Wir haben also nahezu jeden Zweikampf verloren, hatten viele, viele Ballverluste, viele einfache Ballverluste. Wir haben also Lok hier wirklich eingeladen, die das auch teilweise sehr gut gemacht haben, wenn ich mal das zweite Tor sehe, gut herausgespielt, aber das ist natürlich immer eine Mithilfe von uns gewesen. Wir wussten, oder schon die letzten Wochen, wie Adlinike gespielt hat, sehr viele Spiele gewonnen. Wir wussten, dass es heute eklig wird, auch weil wir die letzten Wochen jetzt nicht so viele Tore geschossen haben, aber jetzt tut es umso mehr so gut. Seit der Winterpause haben es wir als Mannschaft gut gemacht. In der Winterpause sind gut reingekommen, haben viele Punkte geholt. Und jetzt, dass Alme mir ein bisschen mehr Spielzeit gibt als in der Hinrunde, gibt mir natürlich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Das tut mir einfach mehr gut. Also, und die Jungs, was die heute gemacht haben, das war einfach Wahnsinn. 2-0, ich glaube, bis zur 65. Minute müssen wir 4-5-0 führen. Da waren so viele Sachen dabei. Nach der 65. Minute hat der Gegner ein bisschen mehr Druck gemacht. Wir haben uns auf Konter verlegt. Aber ich glaube, die haben einen Torschuss von Cigerci gehabt, den Niklas gut hält. Und das war es eigentlich schon. Zusammengefasst, Grimm eröffnet, Atilgan vollendet. Zigane zumindest mal wieder mit einer Torbeteiligung. Lok mit 3 Punkten gegen Titelkandidat Altglienicke.